Wer ist die Person auf diesem Foto? Lieutenant Basingstoke. Er ist kürzlich in Suez der Cholera erlegen. Schockierender Verlust für alle, die ihn gekannt haben. Wie sind Sie dazu gekommen? Rein zufällig. Ist das der einzige Abzug? Kaum. Ich habe bestimmt 10 Abzüge machen müssen. Außergewöhnlich scharfes Bild, wenn ich das sagen darf. Ich frage mich, wie es so beschädigt wurde. Mr. Hargrove, mein Name ist Holmes. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich falsche nicht. Sie können in meinem Terminplan nachsehen, wann noch eine Sitzung frei ist. Danke, nein. Ich brauche nur ein paar Informationen. Mr. Holmes, richtig? Informationen sind nicht mein Geschäft. Ich bin Künstler. Sie sind zu bescheiden, Sir. Sie dürften einiges wissen, was mir helfen könnte. Hat Basingstoke gesagt, warum er fotografiert werden wollte? Nein, ich frage niemals danach. Aber ich vermute, der Wunsch, den Lauf der Zeit aufzuhalten, ist als Erklärung für alle möglichen Dinge gut. Ein Bild ist eine Krücke für die Erinnerung. Aber es fängt nichts Wichtiges ein. Es ist sogar weniger nützlich als eine Fliege in Bernstein. Keine Lebenszeichen oder geistigen Eindrücke werden festgehalten. Dann glaube ich nicht, Sir, dass mein Studio Ihnen noch irgendetwas Interessantes zu bieten hat. Ich habe das Porträt gesehen, das Sie für meinen Freund Lord Lawton und seine Verlobte angefertigt haben. Und Sie waren beeindruckt. Die beiden sind ein hübsches Paar, nicht wahr? Dürfte ich dasselbe für Sie und Ihre Zukünftige tun? Im Moment nicht. Benutzen Sie Goldchlorid, um Ihr Papier zu tönen? Niemals. Mein Druckpapier ist einzigartig, Sir. Beschichtet mit feinster Silbergelatine. Aber statt Chlorid benutze ich ein anderes Salz eben. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht planen, mir Konkurrenz zu machen. Nee, das nicht. Wo bewahren Sie die Negative auf? Ich habe dafür keinen Lagerplatz. Was wäre, wenn Lady Lockridge ihr Bild verlieren oder beschädigen würde? Ein wirklich guter Fotograf könnte schon etwas mit dem Abzug anfangen. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Sie wollten noch etwas anderes mit mir besprechen? Die meisten Studios arbeiten heutzutage mit Collodium-Entwicklung, nicht wahr? Jawohl, und von mir aus sollen sie das auch. Ich habe Besseres zu bieten. Meine einzigartige Collodium-Technik bringt deutlich brillantere Ergebnisse zustande, die nicht jeder Penner nachmachen kann, der sich Fotograf schimpft. Ist denn nicht jede Collodium-Entwicklung im Grunde das gleiche? Phenol zum Entwickeln, Natriumsulfid zum Kontrollieren der Reaktion und eine Trisulfatlösung zum Fixieren? Entschuldigen Sie mein verächtliches Schnauben, aber diese Ignoranz ist weit verbreitet. Ich werde Ihnen nicht meine Methoden verraten, aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass in den Händen eines Könners Cyanid ein besseres Fixativ darstellt, als es Trisulfat jemals sein kann. Ah, okay. Ich glaube, ich habe schon einmal eine Probe Ihres Könnens gesehen, Mr. Hargrove. Ah, Sie sind also ein Sammler. Dann muss ich Sie ja wohl zu meinen Bewunderern zählen, Mr. Helms. Der Name ist Holmes, Sherlock Holmes. Ich bin sicher, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Was gibt es? Sie haben ein sehr gefährliches Spiel gespielt, Hargrove, und ich gedenke, Sie vom Platz zu stellen. Sie wollen das bestimmt lieber unter 6 Augen besprechen. Gehen wir nach hinten. Ja, der und sein Cyanid. Sie haben hier keine besonderen Privilegien. Fuchteln Sie mit Ihren komischen Anschuldigungen anderen Leuten unter der Nase rum, oder ich rufe die Polizei. Nein, Mr. Hargrove, das Spielchen läuft jetzt andersrum. Ich rufe Sie vielleicht selber. Beachten Sie, Watson, wie berechenbar Pornografie doch ist. Das ist eine Verleumdung. Ich bin Künstler. Streiten wir uns nicht um korrekte Bezeichnungen. Sagen wir einfach, Sie sind ein Idiot. Die beiden Teile des Studios bilden eine Metapher für die Dichotomie des modernen Lebens. Der hauchdünne Stoff trennt die äußerliche Respektabilität der Erscheinung von einer versteckten, vulgären Realität. Das Thema auf dieser beweglichen Tafel ist ein römisches Amphitheater. Schüsseln mit Entwicklerflüssigkeit stehen in einem galvanisierten Becken. Flaschen mit Sulfiden und Schwefelsäure sind in Griffweite. Diese ländliche Szene ist dem Stil von Jean-Baptiste Grusset nachempfunden. Seine leicht erotischen Kompositionen des Alltagslebens
werden oft kopiert und von einer gewissen Anhängerschar hochgeschätzt. Dieser leinenbespannte Raumteiler aus Holz ist mit Stoffmalfarbe angemalt. Das pikante Thema wäre für ein Bordell gerade recht. Hier wird sich oft und reichlich überflüssiger Kleidungsstücke entledigt. Warte mal, reden wir erstmal mit ihm. Ihre ungewöhnliche Fixierung hat Sie zum Verdächtigen gemacht, Hargrove. Und Ihr einzigartiges Belichtungspapier hat Sie überführt. Vielleicht benutzen ja auch andere diese Kombination. Natürlich nicht so gut. Ich glaube, unter besonderen Umständen dürfen Verräter auch heute noch hingerichtet werden. Wir können möglicherweise darüber diskutieren, ob ich in meinem Übermut die Grenze der Legalität leicht verletzt habe. Aber ich bin kein Verräter. Doch im Grunde schon. Ihr Ruf geht mir voraus, wo immer ich in London hinkomme, Mr. Hargrove. Sie müssen sich mit auserlesenen Leuten umgeben. Ein Bekannter sagt, Sie seien einer von einer Handvoll Menschen, die die Technik der Fotomontage beherrschen, also Fälschungen herstellen können. Unfug, Ihr Freund ist falsch informiert. Junge Menschen sind nun mal so. Fotomontagen sind eine teure und potenziell gefährliche Angelegenheit. Würde ich mich nie mit befassen. Wer hat Sie für die Formelkopie bezahlt? Ich antworte nicht unter Druck. Sie verstehen offenbar Ihre Rolle hier nicht ganz, Hargrove. Sie diktieren hier nicht, was passiert. Ich kann diesen Druck zu einer Dauereinrichtung in Ihrem Leben machen. Kooperation könnte mich davon abhalten. Ändern Sie Ihr Verhalten mir gegenüber und zwar sofort, oder ich nagle Sie ans Kreuz. Vielleicht war ich etwas voreilig, Mr. Holmes. Aber ich war, ich bin fürchterlich verängstigt. Ich bin nämlich nur ein Opfer in dieser Travestie. Ehrlich, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ein Kerl namens Scarrett hat mir das Originaldokument vorbeigebracht und verlangt, dass ich eine Kopie machte. Ein fetter Mann mittleren Alters, blond? Nein, ein junger Typ, dunkel wie ein Italiener, Augen wie ein zweifüßiges Raubtier und er hängt am Mohnsamen, wie ich bemerkt habe. Wurden Sie gut bezahlt? Kein einziger Farthing. Geld wurde weder angeboten noch verlangt. Ich wurde auf andere Weise gezwungen. Auf andere Weise? Wie denn? Warum hat man von allen Fotografen in London gerade Sie für diesen Job ausgesucht? Ein klares Bild von bedrucktem Papier ist nicht so leicht anzufertigen. Der Inhalt spielte zudem eine Rolle. Ich habe einen gewissen Ruf. Keinen, auf den Ihre Mutter sehr stolz wäre, schätze ich. Sie sagt, man hat Sie gezwungen. Wie und wer? Diese Leute sind wilde, Holmes. Mehr kann ich nicht sagen. Es war so, wie ich es Ihnen erzählt habe. Akzeptieren Sie mein Wort drauf. Unwahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass Sie genau der Art von Lastern frönen, die Sie zu einem leichten Ziel für Erpresser machen. Gut, sagen wir einfach, einige meiner gewagteren Fotografien sind in die falschen Hände gefallen. Mich wundert, dass Garrett keine Daguerreotypie verlangt hat. Er hätte dann zumindest vorgeben können, die einzige Kopie zu verkaufen. Genau den Vorschlag von mir hat er abgelehnt. Aus Unwissenheit, vermute ich. Bestand auf Collodium, wollte die Negative. Natürlich, aber wozu? Der Preuße hätte auf Exklusivität bestanden. Vielleicht will Garrett die Formel mehr als nur einmal verkaufen. Vielleicht haben Sie ja auch eine Kopie behalten, um etwas Geld auf eigene Faust zu verdienen. Nur extrem starker Zwang könnte mich dazu bringen, meine ethischen Grundsätze zu verletzen. Oh, hören Sie auf! Lügen haben kurze Beine und Ihre Entschuldigungen hinken. Ja, das stimmt allerdings. Mr. Hargrove, ich bin in der Lage, Ihnen sehr wenig Gutes zu tun, Ihnen aber sehr viel schaden zu können. Ist das als Warnung gedacht? Das ist einfach eine Tatsache. Mr. Holmes, ich werde es versuchen. Es muss sich aber in der Schlange der Sachen anstellen, die Ansprüche an mein Erinnerungsvermögen stellen. Ja. Ja, schauen wir erstmal. Die moderne Feuchtplattenkamera auf einem Dreibein ist leichter als das Modell vorne. Bei der Ausrichtung der Linse fällt es schwer, sich vorzustellen, wo das Modell sitzen würde. Der Teppich ist weder alt noch fadenscheinig, aber extrem dünn. Er liegt direkt auf dem Boden, statt wie üblich auf einer Teppichmatte. Ah.
ganz planem Boden ist etwas eingelassen, das aussieht wie ein quadratischer Stahlschrank. Der Schrank ähnelt einem konventionellen Wandsafe. Ein Kombinationsschloss und ein Griff sind in die Tür eingelassen. Der Schrank ist fest verschlossen. Was haben wir denn da drin? Ich möchte den Inhalt dieses Schrankes sehen. Verraten Sie mir die Kombination? Ich benutze ihn nie, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal was reingelegt habe. Ich vergesse Sachen, wissen Sie. Die verschwinden einfach. Bei all der Aufregung habe ich sie völlig vergessen. Vielleicht fällt sie mir wieder ein, aber das bezweifle ich. Ich weiß nicht. Warum werden seine Arbeiten hier nicht ausgestellt bei seinem Hang zur Eigenwerbung? Vielleicht sind sie zu künstlerisch zum Aufhängen. Wahrscheinlich. Ein schlüpfriger Ruf gedeiht am besten durch Mundpropaganda, aber er fordert auch gelegentliches zur Schaustellen. Vielleicht hält er seine unanständigeren Werke unter Verschluss, so wie Schuljungen französische Postkarten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Kombination des Safes irgendwo aufgeschrieben hat. Wenn Sie mir sagen könnten, wo, würde uns das eine ganze Menge seiner Lügen ersparen. Ich habe keine Ahnung. Warum glauben Sie, dass er sie aufgeschrieben hat? Weil ich glaube, dass er uns aus Versehen etwas Wahres verraten hat. Er sagte, sein Gedächtnis sei schlecht. Er hätte keinen Grund, uns da etwas vorzulügen. Warte mal, können wir... Sie haben zweifellos bemerkt, wie sich die Ranken dieses Falles um das Thema Fotografie winden. Die Formel, Pretts Freund, die Verlobungsbilder, die Fotos, die bei Lorton gestohlen wurden, ich weiß. Aber daraus etwas zu folgern, das liegt jenseits meiner Möglichkeiten. Konzentration, Doktor. Mein Verstand arbeitet schon auf Hochtouren. Wir sind kurz vor der Lösung. Da verlasse ich mich ganz auf Ihr Wort. Warte mal, kann das sein, dass... Aber so dumm ist doch niemand, oder? Wir könnten ja das Datum als mehrere gebrauchte Leinenordner sind in dem Safe gestapelt. Ein geöffneter Safe. Eine Serie von fotografischen Bildern zeigt umherspringende Männer und Frauen, Unzucht mit Kindern und Sadismus. Zwei Porträts sind in dieser widerlichen Kollektion auffällig. Auf einem davon sitzt eine elegant gekleidete Dame mit vertrautem Äußeren leger herum. Auf dem zweiten scheint die gleiche Dame in der gleichen Haltung Lord Lorton bewundernd anzuhimmeln. Lortons Haltung ist die gleiche wie auf seinem Verlobungsbild. Das heißt, das wurde jetzt gefälscht. Also das Foto, okay, bei Lorton das Foto wurde geklaut von ihm, damit das gefälscht wird, aber... Warum? Zum Erpressen? Oder wofür? Wessen Telefonnummer haben Sie sich notiert? Scarretts? Bitte, Mr. Holmes, ich flehe Sie an. Wenn ich darauf hören soll, müssen Sie schon etwas mehr erzählen. Ich kann nicht, nein! Ihnen drohen Ruin und Gefängnis und trotzdem wollen Sie sich nicht aus dieser Lage befreien. Wer kann Ihnen so viel Angst einflößen? Keinesfalls Scarrett, da bin ich sicher. Doch Schweigen wird Sie nicht retten, Hargrove. Wenn ich diesen Kerl finde, werde ich ihn wissen lassen, dass Sie ihn verraten haben.